Hallo meine Lieben, so und jetzt kommt wieder ein neues Beauty-Video von mir und zwar dachte ich mir, ich weiß nicht, wie ihr das, wie es euch da immer bei geht, aber ich persönlich leide seit ich klein bin unter sehr, sehr trockenen Lippen. Es hat sich in letzter Zeit ein bisschen gebessert, in den letzten Jahren ist es um einiges besser geworden, aber vor allem während ich so auf der Schule noch war, war das wirklich furchtbar. Ich hatte wahnsinnig trockene Lippen und musste natürlich dann immer mit der Zunge drüber fahren und das hat alles irgendwie nur noch viel, viel schlimmer gemacht. Ist ja logisch, weil die Spucke trocknet dann die Lippen noch zusätzlich aus und ich weiß nicht, viele Produkte, so Lippenbalsame, da müsst ihr darauf achten, dass die auf jeden Fall keine so schädlichen Zusätze haben, denn es wurde nämlich bewiesen, dass wir alles, was wir uns auf die Lippen schmieren, dass wir das auch eigentlich essen. Beim Laufe des Tages, wir trinken Wasser, wir essen was und im Endeffekt passiert es so, dass alles, was wir uns auf die Lippen tun, nach einer Zeit einfach in unseren Körper geht und wir das alles schlucken. Deshalb müsst ihr eigentlich davon ausgehen, dass das, was auf die Lippen kommt bei euch, dass das leider Gottes auch dann in euren Körper kommt. Und dann dachte ich mir so, das ist echt ekelhaft und dann werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich da nicht ein gutes Rezept selber finde oder von einer guten Firma ein Produkt. Und jetzt habe ich ein Rezept gefunden. Ich bin so, so froh. Ich habe rumexperimentiert und dieser Lippenbalsam Honig Vanille, der ist total toll und ich kann ihn euch nur wärmstens empfehlen. Also falls ihr Interesse habt, der zieht super leicht ein, macht die Lippen mega geschmeidig. Falls ihr Interesse habt, also bleibt dran und dann verrate ich euch gleich mal das Rezept. Für diesen Lippenbalsam braucht ihr nur 1 Esslöffel Kokosöl, 1 Esslöffel Shea-Butter, 1 Esslöffel Bienenwachs und einen Teelöffel Honig. Dann noch ein bisschen essentielles Öl für den Duft. Das könnt ihr euch aussuchen, was ihr da am liebsten habt. Und dann noch etwas geriebene Vanille oder Vanillearoma. Und die Angaben, wie gesagt, findet ihr wie immer nochmal unten in der Infobox. Aber mit den Düften könnt ihr eigentlich rumexperimentieren, was euch da am liebsten ist. Dann wird das einfach alles nur noch in einem Wasserbad miteinander erwärmt, vermengt und danach muss es alles nur noch abkühlen. Und sobald das auch passiert ist, füllt es einfach um in euren Behälter. Ich hatte jetzt leider nicht so einen wunderschönen Lippenbalsambehälter, sondern nur so einen kleinen Glasbehälter um. Aber wenn es in so einen Lippenbalsam oder so einen Libello-Behälter umfüllt, dann sieht es natürlich noch schöner aus. Aber dann habt ihr es schon geschafft und fertig ist euer selbstgemachter Lippenbalsam. So meine Lieben, ich hoffe, dieses Lippenbalsam-Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr es mal ausprobiert habt, es muss natürlich nicht jetzt sofort sein, aber dann lasst mir das doch in den Kommentaren da, ob euch das Rezept auch getaugt hat. Wie gesagt, wegen der Haltbarkeit, es hält sehr, sehr lange. Und falls ihr aber da Bedenken habt, könnt ihr einfach ein paar Tropfen Vitamin E hinzufügen. Das erhöht die Haltbarkeit um einiges. Und genau. Das war's dann schon für dieses Video und falls ihr, wie gesagt, wie immer Anregungen habt, noch was anderes gefilmt sehen haben wollt oder genaueres zum Thema Öle, selbstgemachte Beautyprodukte, lasst mir das doch alles in den Kommentaren da und ich lasse mir da was einfallen und mache dazu ein Video. Über ein Like würde ich mich wie immer sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!